herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar zu einem weiteren Schminkvideo von mir. Und ja, mit den Sachen, wo ich noch nicht gezeigt habe. Und ja, unter anderem, ja, natürlich, natürlich den Sandgassen, dieses Mega-Moped von Highlighter, den möchte ich natürlich, ja, ich hoffe, es geht vom Lichtverhältnis. Ich habe meine Haut schon vorbereitet und ja, Blush nehme ich von BH Cosmetics Chocolate Strawberry Truffle. Ja, ist diese schönen Farben. Und ja, auf jeden Fall werde ich das verwenden und als Lidschatten die Pac-Man von Essence, glaube ich, war das die LE, Pac-Man LE, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, komm her. Mit diesen Farben hier, ja. Und dann schauen wir mal, was man daraus schminken kann. Das sind so zwei, drei schimmernde Töne drin und ja, und die anderen sind matt. So, ich habe einen Creme Lidschatten schon drauf. Ach ja, was ich noch zeigen wollte, ich habe mir gekauft diese schöne Wimpernzange, diese beheizbare. Es ist schon Dings drin, eine, schaut meine Nägel nicht an, ich muss die abmachen, weil ja, ich habe einen Greenie bekommen und ja, hier am kleinen Finger, seht ihr vielleicht, ja, haben wir unsauber gearbeitet, ne, und schlampig, ja, das hat mir jetzt im Preis, jetzt habe ich natürlich alles abgemacht, ich habe nur, sonst habe ich fast keinen, bis auf vier habe ich so minimal, aber ganz, ganz minimal an der Seite, sieht man kaum, aber sicher, sicher. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht um die Fingernägel. Ja, ich klebe mir keine künstlichen mehr drauf, das ist mir zu blöd. So, dann werde ich sagen, wir fangen, oder ich fange an, und zwar, ja, um den Stay 8 Stunden Matte Lipstick, Liquid Lipstick von Essence, den glaube ich, habe ich noch nicht auf den Lippen gehabt, ich glaube, ich habe ihn euch nur gezeigt, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, den werde ich verwenden. Natürlich habe ich diesmal mein Wasserspray nicht vergessen. Ja, ich wollte mit meiner neuen Kamera filmen, aber Frauen und Technik, ich habe leider in der Zwischenzeit, kann ich ja anfangen, oh, kann ich ja mal anfangen, ja. Ich habe vergessen, die Kamera aufzuladen. Jetzt habe ich alles angeschlagen, wunderbar. Alles schön und ich wundere mich, es ist so dunkel. Diesmal sieht man gar nichts, es ist viel zu dunkel. Und na, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, und dann zeigte man an, Akku stand nur noch 5%. Oh, okay. So, und da ist jetzt dieser wunderschöne gelbe Ton drin, so ein Senfgelb. Nehmt bloß ein bisschen rein. Und den trage ich mir, ja, ein bisschen so oberhalb der, ne? Ich schaue jetzt da im Display rein. Das ist jetzt die Webcam.
den aufbauen, man kann dann ja aufbauen auch, ne? Ich will mir erstmal, möchte ich immer nicht so viel Farbe haben. Jo. Würde ich sagen, ja. Jo. Huste. Die Farbe weg, das man nicht machen sollte, normal. Dann ist so ein, ja, so ein Terrakotta-Ton ist das, würde ich sagen. Ja, werde ich denselben Pinsel nehmen und werde den auch mit da aufgeben. Naja. Jo. Wir schauen mal. So, jetzt kam kein Video. Ich hatte einfach keine Zeit. Schlicht und ergreifend hatte ich keine Zeit. Letzte Woche. Ja. Es war ja wie verhext. Ich habe immer dran gedacht, wollte immer und dann doch mehr dummen. Ging es mir nicht so besonders, ja. Ja, und am 8. Juli hat ja mein Mann ersten Todestag gehabt. Ja, schon wieder ein Jahr her, dass er gestorben ist. Und ja. So. Ja, würde ich sagen. Dann würde ich noch mal in, was würde ich denn? Ja, ich würde so einen gebundenen Pinsel nehmen und würde nur in das Braun reingehen. Und nur so, ja, die Zeit vergeht. Naja. Na, nur am äußeren V. Damit das Auge ein bisschen besser definiert ist, da dieser braune hier. Dieser da. So. Gleichmäßig ist es halt immer blöd, weil ja meine Augen nicht gleichmäßig sind. So, ja, das würde ich jetzt so lassen wollen, würde ich sagen. Ja, gehe nochmal in das Braun rein und ein bisschen in das Terrakotta. Und gehe am unteren Wimpernkranz nur. So. Nur ein bisschen ins Terrakotta gedipst und dann in das Braun. Nur ein bisschen. So.
Jo, das wär's. Und dann nimmt man Franz und dann schaue ich mal, ob ich jetzt das mit dem Pinsel auftrage oder den glänzenden Lidschatten oder ich tragen. Mit dem Finger auf, das sehe ich schon. Jetzt komme ich ja schön rein mit dem Finger. Ja, und zwar, ja, würde ich sagen, diesen da würde ich, ja, nehmen wollen. Und der kommt jetzt da drauf. So. Und den Augeninnenwinkel mache ich dann mit Highlighter und auch in der Mitte dann wahrscheinlich, das mache ich dann mit dem Finger, weil, na, ich habe hier zwar einen Helm, aber das ist ein Matter. Und das ist blöd. Geht zwar auch, aber ja. Das überdeckt halt dann natürlich wieder den Glanz, ne? Wenn ich da mit dem, obwohl das hat auch was, ne? So schminke ich mich ja selten. Warum eigentlich nicht? Hat was. Ja. Natürlich. Kann man machen. Kann man machen. So. Ja. Dann setzen wir doch mal den im Augen in den Winde ab. Genau. Mit dem kleinen Finger geht dann hin. Ja. So. Gut. Das war's mit dieser Palette, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja, ich will mich nur drücken vor der Wimpernzange. Ja, ihr habt es richtig erkannt. Ich will mich nur vor der Wimpernzange drücken und ja, so, die Augen werden jetzt am Bildschirm, da ist halt nicht viel zu machen, zu holen, zu tun und so weiter und so fort. So. Dann machen wir mal Blush. Was nehme ich denn da für eine Farbe? Machen wir mal die da unten oder die da. Machen wir die da oben. Passt vielleicht besser zu dem Gesamtbild, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Mit dem sehe ich nichts. So, nur ein bisschen rein. Sieht man nicht viel. Ich tue mich mal ein bisschen overblushen, aber heute, ja. Okay.
Das lasse ich jetzt, weil manchmal täuscht es und ja, ich sehe es wahrscheinlich wieder nicht mit meinen blöden Augen. Weil in der Kamera sehe ich was, weil ich habe hier einen Spiegel stehen, aber irgendwie ist da das Licht nicht so. Mein Kaffee. So, dann probieren wir, den ich mich schon freue. Diesen Sandgassen. Ja, doch, natürlich. Muss nur die richtig drehen. Da kann man auch aufbauen oder man muss einen anderen Pinsel nehmen. Manchmal ist es nämlich auch so, dass man da ganz einfach einen anderen Pinsel nehmen muss. Aber ja, ich würde sagen, wow. Ja, würde ich sagen, so, ne? Ich nehme doch mal einen anderen Pinsel. Manchmal, ja, man sieht es, natürlich sieht man es, ja, oh ja. Oh, ja, doch. Doch, jetzt. Ich hab doch. Ja, wenn ich meinen Kopf so rumdrehe, ist das natürlich. Ja. Okay. Ich habe wieder übertrieben. Maßlos übertrieben. Ihr seht's, boah, ich muss bloß meinen Kopf anders drehen. Und seht ihr auch. Oh, hab übertrieben. Ja, und jetzt tue ich natürlich noch ein bisschen mit dem Finger. Sie kann es halt nicht lassen, ne? Jo, ins Gesicht zu tun, auf die Augen uns beide und so fort. Ich lasse das jetzt so, sprühe mir erstmal mein Gesicht und so ein, bevor ich meine Wimpern tusche oder mache. Boah. Jo. Mit Pinsel war es das, glaube ich. Ja. So, dann würde ich sagen, es lasse ich jetzt ein bisschen trocknen. In der Zwischenzeit trage ich meine Lippen-Dings auf, die Farbe des Son Essence Liquid Lipstick in der Farbe 04 Mad About You. Ja. Könnte dazu passen von der Farbe her, ja. Okay. Es lässt sich wunderbar auftragen. Trocknet matt, ja, so. Und ist eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Ja, ich finde, passt. Ich mag ja Farben, ne? Also ihr wisst ja. So, jetzt schalte ich mal mein Ding ein, mein
Gretchen, die probiere ich zum ersten Mal jetzt mal die Wimpernzange aus, wie die so performt. Weiß nicht, wie lange man da warten muss, ein paar Sekunden hat es geheißen. Ich weiß nicht, geht da das Licht aus? Und hier da das Licht da oben, ja, ist ein Licht, so ein kleines, mini grünes Lämpchen. Ah, jetzt ist das Ding weiß. Okay. Ja, ist warm. Nicht. Ja, vielleicht wenn die Wimpern geduscht sind, ne? Dann werde ich mal die Wimpern tuschen. Vielleicht schneide ich ein Stück raus. Ich hätte gleich einen Vergrößerungsspiegel nehmen können, ich Depp, aber naja. Wir gucken mal, ob das sich jetzt da was getan hat. War ein Heu zu zeigen wegen einem Stück da. Das war nämlich jetzt das eine Teil, wo ich mir gekauft habe, die Wimpernzange. Die beheizbare. Hat so 14 Euro gekostet. Ja, und ich dachte, ja, okay. Ah, habe ich mich angedutscht. Ihr seht's. Weiß noch nicht, vielleicht lasse ich es auch drin, das Getusche, das ist, es ist ja alles Echtzeit oder ich lasse es schneller laufen. Man sieht es ja alles, ne? Dann muss ich nur meinen Kopf richtig drehen, damit ich was sehe. Jetzt wird die Wimperndusche bald zu Ende gehen hier. Ich lasse übrigens die erste Schicht nicht trocknen, weil das Blödsinn ist, weil dann macht gar nichts mehr, sondern ich trage gleich im Anschluss die zweite Schicht auf. Das wird ihr schon gemerkt haben, dass ich das so mache. Viele lassen es trocknen, machen die zweite Schicht, ist aber Blödsinn.
Weil das kann zur Folge haben, dass du die Wimpern abbrechen. Weil die ja steif werden dann. Und es kommt nicht wirklich mehr was drauf. Sondern wenn sie noch feucht sind, die Dusche, dann kann man noch modellieren und noch was tun. Ne? So. Ich komme gleich wieder. Ich föhne meine Haare schnell hin. Mache meine Haare schnell und dann komme ich gleich wieder und dann schauen wir sich das fertige Ergebnis an. So, da bin ich wieder fertig geföhnt und einen neuen Haarreifen habe ich drin. Das sind Haarreifen übrigens, die super bequem sind, die nicht drücken und nicht zu fest sind. Das sind 6 Stück in verschiedenen Farben, habe ich mir gekauft. Also, die sind auch erst gekommen und ja. Da ist dunkelblau mit dabei und da ich ein dunkelblaues Kleid anhab, es sieht zwar schwarz aus, ist aber dunkelblau. Ja, auf jeden Fall ist es dieser Knoten, haarreif ist es und ja, die haben mir gefallen, also habe ich sie bestellt und von daher, ja, und das ist jetzt mein fertiger Look der Lippen. Stift werde ich jetzt probieren. Noch nichts drauf. Ja, Trinktest überstanden. Ist nichts drauf, seht ihr? Das ist vom Kaffee von vorhin noch. Nee, das ist nur vom Kaffee vorher. Also, nee, ist wirklich nichts. Die Miautasse. So, ja, das ist jetzt mein fertiger Look mit der, ja, Pac-Man Palette von Essence. Ja, die Farben sind ganz schön und ja, sind halt so, ja, so Alltagsfarben. Also es ist nichts Spektakuläres. Das sind schöne Farben, klar. Aber ja. Ja, gefällt mir und auch der Lippenstift und hey. Es passt so, ja, mein Patzer habe ich auch ausgepatzt. Hier war er ausgepatzt, ausgebessert, ausgepatzt, ausgebessert habe ich, ja, das war da, wo ich da mir jetzt gesummelt habe mit der Wimperntusche. Jo, so, jetzt mache ich Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video, und ja, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben, ich würde mich freuen, müsst ihr natürlich nicht, ne? Nur wer möchte, und ja, wem es gefallen hat, und auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, und bleibt mir alle gesund, meine Lieben, und ja, bis zum nächsten Mal, tschüssi!